Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin in Blaubeuren. Wenner steht da. Und ich will hier eine kleine Wanderung heute unternehmen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und lasst uns mal starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten. Und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Habt ihr schon mal was vom Blautopf gehört? Ich noch nie, aber wenn man so ein bisschen durch Insta chattet, dann findet man auch in Deutschland versteckte, geheimnisvolle, schöne Orte. Wir wandern jetzt nämlich zum Blautopf. Und nein, das ist er nicht. Was hier los? Ist nix. Keine Pflanze, die rote Blütenblätter hat. In der Nähe vom Blautopf gibt es auch die Blauhöhlen und wie es aussieht, kann man da mit einem Boot fahren. Oder es sind nur die Forscher. Und die Forscher versuchen da gerade das Höhlensystem zu erforschen. Der Blautopf ist eine besonders schöne Karstquelle, die eingebettet im Talkessel von Blaubeuren zu finden ist. Er ist ein bewundernswertes Naturphänomen, das sich in wunderschönen blau- und grünen Farbtönen zeigt. Tatsächlich ist der Blautopf ein Eingang in ein weit verzweigtes und bis jetzt momentan auf 14 Kilometer vermessenes unterirdisches Höhlensystem. Eduard Mörike hat sogar ein Märchen um diesen strahlend blauen Ort geschrieben. Von der Akademie der Geowissenschaften Hannovers wurde der Blautopf als nationales Biotop ausgezeichnet. Das kommt auf den Fotos gar nicht so rüber, aber das ist richtig, richtig tief. Da ist so eine Felskante, die ist bestimmt 10 Meter tief unter Wasser. Und da, wo es richtig dunkelblau ist, da ist es halt noch tiefer. Die sind tatsächlich so zwei kleine Staudämme, einer hier und einer dorthin, die das Wasser hier anstauen und nur in der Mitte kann es abfließen. Und ich habe die ganze Zeit schon geschaut, aber ich sehe keine Fische in diesem Gewässer. Und wie ich es gemacht habe, dass hier keine einzige Menschenseele ist. Es ist 7.30 Uhr. Ich gehe jetzt frühstücken. Schaut mal. Sieht man das auf dem Foto? Das Haus geht hier in der Mitte nach unten und hier wieder hoch. Ist schon etwas abgesackt, würde ich sagen. Sieht man nicht so. Genau da, wo die Hausnummer ist, ist die tiefste Stelle. Musik.
so einem schönen Fachwerkhaus? Mich würde mal interessieren, ob die nicht Angst haben, dass es einbricht. Das sieht schon alles so nur mit Farbe überpinselt aus. Das war's nun. Das war die letzte Station meiner dreiwöchigen Venture durch Frankreich, Portugal, Spanien, Schweiz, Österreich und Deutschland. Jetzt geht es wieder nach Hause. Das Wetter heult auch schon, aber kein Problem. Nach der Reise ist vor der Reise und in diesem Sinne macht's gut!